Unser erster Ausflug nach Hogsmeade steht an und ich bin so hyped. Und vorher müssen wir uns aber noch entscheiden, wen von unseren Freunden wir da mitnehmen. Und zur Auswahl stehen der coole, mysteriöse Dude aus Slytherin, Sebastian. Und dann Nettie, die sich immer noch darüber lustig macht, dass sie mich in diesem komischen Kugelspiel geschlagen hat. Ich nehme Sebastian mit. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Schön, dass wir uns da alle einig sind. Aber vorher müssen wir noch Reparo im Verwandlungshof üben. Aber dann geht's ruckizucki nach Hogsmeade und... Oh mein Gott, ist es da wunderschön. Ich kann es nicht mehr mit Worten beschreiben, dieses Spiel. Als erstes machen wir aber das ganze Ding hier mal wieder ganz. Reparo. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Er sieht doch gleich viel besser aus. So eine positive Statue. So, wo finden wir denn Sebastian? Gehen wir hier rein. Von der anderen Seite sind wir gekommen. Und die Seiten, die kann ich doch fangen, oder? Accio. Mhm. Wer bist du? Da habe ich ja was angerichtet. Ist alles in Ordnung? Ich bin übrigens Cressida. Hi. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Könnte ich. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Ich weiß schon, was wir machen. Erstmal ihr Tagebuch lesen. Nein, natürlich nicht. Würden wir niemals tun. Da würde ich sagen, halten wir Accio bereit. Ich muss diese Bücher mit Accio heranholen. Ach nee. Die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Geschafft. Eins. Fehlen nur noch vier. Zählen kann ich offensichtlich auch nicht. So, zwei. Da drüben ist noch eins. Drei. Das ist Cressidas Tagebuch. In ihrem Tagebucheintrag hat sie sich vor allen Dingen über einen gewissen Gareth ausgelassen, deren Zaubertränke immer irgendwelchen Mist macht. Mehr stand da nicht drin. Also jetzt leider keine krassen Geheimnisse. Suchen wir mal noch die letzten Seiten. Damit wir endlich nach Hogsmeade kommen. Sebastian wartet doch auf mich. Du teilst aus, wie du einsteckst. Hier ist noch einer. Accio. Da ist noch einer. Wo ist denn der hin? Der war die doch gerade. Weg. Da. Das war klassisch daneben. Ey, die letzte ist aber auch schnell. Ach nee, es war gar nicht die letzte. Ich brauche ja 5. 10 kann ich offensichtlich auch nicht. So, wo ist die letzte? Da. Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Cressida, ich komme. Ich habe auch überhaupt nicht dein Tagebuch gelesen oder so. Geh doch mal weg, wenn hier wichtige Leute durch möchten. Cressida, ich habe dein Zeug. Hallo Cressida, ich habe deine Bücher. Da bin ich ja froh. Danke. Das wäre es gut. Vielleicht eine Belohnung. Wenn deine Mitschüler nicht wissen sollen, was du wirklich denkst, solltest du dir eine Belohnung überlegen. Das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Gut, ich bezahle dich. Aber du hast ja keine Ahnung, was ich als nächstes über dich schreibe. Jetzt kann mich aber nichts aufhalten, zu Sebastian zu kommen. Sebastian! Wie groß ist dieses Schloss? Die drei Besen sind mir lieber als der Eberkopf. Mit Sirona kann man hier... Da ist er. Na, sieh an, wer hier ist. Hallo Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seitdem ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Man muss ja auch überlegen, dass ich erst einen Tag lang da bin, ne? Also ich bin gestern gekommen, habe geschlafen, war zu meinen Unterrichtsstunden und jetzt gehe ich nach Hogsmeade. Wann hätte ich denn da Zeit haben sollen? Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. So, Sebastian. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Du musst also ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel, wie nötig ist. Oh, einen Moment. Hier kann man gut Flohfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Ich möchte gar nicht wissen, welche potenten Zaubertränke Sebastian sich um selbst mixt. Irgendwie kann er schneller joggen als ich. Ein Spark, da, aus dem verbotenen Wald. Was ist denn? Hippogreif. Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Ah,
Gleich hinter den Ruinen sieht man schon Hogsmeade. Da hinten, stimmt, Hattest links. Hast du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Ein wenig. Es ist gewaltig. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Der Baum sieht ultra schön aus. Hogsmeade. Ah, da hatte ich einen Ladescreen. Tomes and Scrolls. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Oh mein Gott. Es ist einfach so schön, das hier zu sehen. Das ist so, als wäre ich eingetaucht in die Träume meiner Kindheit. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Das ist... Ich weiß nicht. Es ist einfach zu gut. Es ist zu gut. Also, wie machen wir's? Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Alles klärchen. Es müsste direkt... Genau, hier die Schriftrollensammlung. Sammlung. Laden. Ein neugieriger Geist. Mhm. Thomas Brown, guten Tag. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. So, Pflanztisch mit kleinem Topf, das muss ich kaufen. Das kostet auch nichts, super. Und eine kleine Tränkestation. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Wir haben unsere Anweisungen schon mal. Sehr schön. Was ist das? Eine Treppe. Hier hinten ist auch noch eine Tür. Das ist doch nicht die Tür, durch die ich reingekommen bin. Doch. Er hat zwei Eingänge zu seinem Laden direkt nebeneinander? Okay. Gut, wenn auf der einen Tür böse Leute reinkommen, kann er aus der anderen wieder rausrennen. Ne? Kommt mal rein, dann könnt ihr rausgucken. Okay. Silberner Schal, sehr schön. Ah ja, hier haben wir schon mal die Kiste. Nee. Raufhandschuhe. Jetzt kann ich mich raufen. Oh, wieder eine Katze. Ollivander hier. Markus of Fine Wands. Okay, ich möchte gerne einen Wand kaufen. Your Wand awaits. Mein Zauberstab wartet schon auf mich. Nicht schon wieder. Oh, das sind die ganzen Zauberstäbe. Ich bin so gespannt, was ich jetzt für einen bekomme. Erstmal Geld klauen. Und klingeln. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Ah, ja. Ja. Hm. Die Schachtel hat schon mal eine gute Farbe. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll? Hm. Könnte gehen. Na los, schwenken Sie. Er sieht schön aus. Hm, seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh je. Nee, ich glaub nicht. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Ja, der sieht so komisch knochig aus. Oh je. Ach, herrje. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Zum Glück, den hätte ich auch nicht gewollt. Hier, nehmen Sie. Oha. Ich kann ihn jetzt aussuchen. Okay. Ja, ich nehme den hier mit diesen Zacken. Den finde ich cool. Mhm. Geschmeidig nehmen wir auf jeden Fall. Faszinierend. Dann nehmen wir 10,5 Zoll. So lang soll er nicht sein. An Bäumen mag ich halt Kiefern total. Ich nehme jetzt Kiefer. Das klingt aber nicht sehr magisch, oder? Roteiche. Eberesche. Silberlinde klingt schön. Wir nehmen Silberlinde. Zauberstabkern. Phönixfeder, Einhornhaar oder Drachenherzfaser? Drachenherz. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Silberlinde klingt einfach echt schön. Und Linden sind auch schöne Bäume. Okay. Was meinen Sie? Ja. Ja. Ich sag ja. Außergewöhnlich.
Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Prepare for war, fear the goblins. Come in, we are open. J. Pippin's Potions. Willkommen bei J. Pippin's. Hallo, guten Tag. Uiuiuiui. Also die Fenster sind richtig schön. Und jetzt hole ich hier meine Zaubertrankzutaten, wie es ausschaut. Hm? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Wie kann ich heute behilflich sein? So, das ist das, was ich kaufen muss. Edorus-Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Das klingt schon mal gut. Also ein schützender Trank. Und natürlich der Mega-Power-Trank. Den brauche ich unbedingt. Schon weil es so gut klingt. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Also Hogsmeade ist unglaublich schön. Es ist so viel schöner, als ich gedacht hätte, dass es sein könnte. Entschuldigung. Aber wenn man etwas benießt, dann ist es wahr, ne? Ach, da ist, glaube ich, die magische Rübe. Was ist das? Der Friedhof. Rebellio. Oh, guten Tag. Guten Tag. Timothy. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus Stimmt, der Fünften. Stimmt, das sollte Das sind dann wohl Sie. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Sie suchen was Neues. Ja, Diptam-Samen suche ich. Wie eben besprochen. Sehen Sie sich um. Oh. Revelio. Der magische Rübenkarren. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Ja, in Deutschland nennt man das den Schwätzer. Und er kommt durch seine Tür ja auch gar nicht mehr rein, da die zugewachsen ist. Deswegen sitzt er draußen. Alles andere ist nur gelogen. Okay, die ganzen anderen Häuser kann ich dann alle erst besuchen und entdecken, wenn ich... Accio. Wenn ich diesen Zauberspruch gelernt habe, womit ich Türen öffnen kann. Und diese Kisten hier, da brauche ich halt auch noch einen Desillusionierungszauber. Wenn euch hier aber schon interessiert, wie ihr diese Augenkisten öffnen könnt, dann schaut mal in diesem Video hier vorbei. Hier. Wo bin ich hier? Revelio. Kann es sein, dass ich im Keller bin? Ne, hinten rein. Ich bin bestimmt im tropfenden Kessel, kann das sein? Mal kurz den Eingang lesen. Ne, Hogsmeade. Das ist der Eberkopf. Das ist der Eberkopf. Auf Deutsch. Ah, ja. Ah ja, nette Leute sitzen hier. Boah, sieht das eklig aus, der Eberkopf. Aber da ist wieder... Rebellio. Entschuldigen Sie. Dieser an der Wand montierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase, ob der zwielichtigen Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Boah, ist das eklig. Also ich könnte nichts essen oder trinken. Und man hört es auch direkt, was hier für Leute so sind, ne? Voll die Rassisten. Gehe ich lieber zum Hintereingang wieder raus. Ich will nicht, dass jemand sieht, dass ich hier war. Okay, da war ich schon drin. Da gibt es die Zaubertränke. Das kann man sich gut merken an den Fenstern dieses Haus. Was ist das? Revelio. Okay. Schöne Axtschärfen, Messer. Das ist Zongos. Ja. Jokes, Tricks, Toys and Games. Zongos, zauberhafte Zauberscherze im Deutschen. Ist ja offen? Ja, komm, gehen wir mal rein, gucken uns an. Geschenke, die sie selbst verpacken, das könnte ich auch immer gut gebrauchen. Revelio. Oh, gruselig, Mann. Wer will das? Und während wir hier gemütlich durch Zongos schlendern, kann ich gleich mal die Frage beantworten, die ich euch gestellt habe. Nämlich, wofür Gregor der Kriecher bekannt war. Und die Antwort lautet natürlich für einen Freundestrank.
Und es kommt natürlich auch direkt eine neue Frage. In der letzten Folge haben wir das Bild von Ilios entdeckt. Darauf war er abgebildet, wie er mit seinem Patronus ein ganzes Dorf rettete. Aber welche Gestalt hat sein Patronus denn angenommen? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, damit ich weiß, ob ihr was gelernt habt. Don't push. Mystery. Tonkos Laden sieht einfach toll aus. Also ist es ein Besuch wert. Wenn ihr in Hogsmeade seid, schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Es ist wirklich schön, oder? Und ja, ich weiß, das ist jetzt eine Folge, wo eigentlich nicht viel Action passiert und ich euch nur Hogsmeade zeige. Und ich hatte auch lange überlegt, ob ich das drin lasse oder rausschneide. Aber ich meine, schaut euch das an. Und ich glaube, wenn ich diese ganzen Teile, wo man einfach nur erkundet und die Schönheit bewundert, alle rausschneiden würde, dann würden die, die nur zuschauen, gar nicht verstehen, wie schön dieses Spiel eigentlich ist. Wie wohl man sich in dieser Welt fühlt. Ja, und deshalb gibt es halt auch solche Teile. Was mich wundert, ist, dass hier so viele Schüler rumlaufen. Dürfen die nicht nur an bestimmten Wochenenden nach Hogsmeade oder durften die damals immer, wann sie wollten, nach Hogsmeade einfach? Gibt es hier wieder einen? Flöten und Lauten? Ein Musikladen? Das ist schon toll. Das ist der Honigkopf. Da gehen wir natürlich noch rein. Den habe ich ganz vergessen, dass es den gibt. Süßigkeiten. Honigtopf, nicht Kopf. Gottes Willen. Honigkopf. Das bin ich. Das ist der Honigtopf hier. Ey, wie das Fenster blendet. Revelio. Zischende Wispies. Bei diesen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um eine kleine Brausekugel, die einem nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lassen. Gerüchten zufolge enthalten sie Billywig-Stacheln. Klingt gut. Und sie funktionieren. Mein Blick. Das sind Elefant irgendwas. Da werde ich zum Elefanten. Habt ihr gerade gehört? Zuckerwatte. Aber wie viel? Wenn alle Schüler hier die ganze Zeit alles essen, wie ich auch, dann ist ja irgendwann nichts mehr da. Wie sie sich diesen ganzen Dingens da reinjagt. Komm, so viel Kuchen geht auch noch. Der sieht aber auch lecker aus. noch ein Törtchen. Ah, Wizard Beer, hier gibt's Klamotten. Kurz gesagt, das Modegeschäft in der Zaubererwelt, das auch in London und Paris vertreten ist. Und dort wirst du beraten, wenn du einen schlechten Geschmack hast. Okay, das heißt wahrscheinlich, wenn ich dann später schönere Klamotten oder andere Klamotten haben möchte. Hier ist wieder was. Da muss ich hier in den Laden. Besenknechtspuppe. Im Gegensatz zu den verzauberten Puppen, die von Schülern für Duellübungen bevorzugt werden, dienen die Puppen bei Besenknechts nur dazu, die neueste Zaubermode zu präsentieren. Damit müsste ich euch so ziemlich jedes Geschäft gezeigt haben, was es gibt. Und jetzt treffe ich mich mit Sebastian. Und wie es dann weitergeht, was als nächstes folgt, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar, Abo, würde mich alles mega freuen und unterstützen. Und bis dahin, alles Gute für euch.